Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier auf unserem Kanal. American Truck Simulator auf der ProMods. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg nach Oregon. Warum habe ich hier angehalten? Hier gibt es einen Aussichtspunkt. Bevor wir uns dann auf den Weg machen, gucken wir uns den mal an. Und ja, wenn euch die Aufnahme gefällt, lasst ein Like da. Für alle neuen Abo und betätigt die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Schreibt was in die Kommentare. Ihr kennt die Ansage zu Genüge. Viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt gucken wir mal. Hier soll so ein Aussichtspunkt sein. Holding the Rock. Finde ich ganz cool. Das war schon auf der ProMods. In Island war das, glaube ich, so. Da hat man so Aussichtspunkte gehabt, die man angucken konnte. Ja, weiß nicht. Kann man ja mal googeln. Was das für eine Bewandtnis hat. Wahrscheinlich die Felsformation. Da oben steht ein Auto auf dem links. Ja, also so mit den. Finde ich ganz gut. Gucken, muss man das hier selber beenden oder schwenkt er jetzt wieder zurück zum LKW? Hada. Alles klar. Gut, mit den Einstiegsbildern würde ich sagen, machen wir an. Mal Licht an, ist schon ein bisschen spätere Stunde hier. Weiter. So, einmal hier so drehen. Beim Drauffahren ist mir erstmal schön. Ja, was ist hier mit der Polizei? Beim Drauffahren ist mir erstmal schön, so ein Reisebus fast frontal vor einen LKW gefahren. Dann habe ich angehalten und habe zurückgesetzt. Dann ist er mir nochmal reingefahren. So. Ja, letzte Aufnahme war ein bisschen kürzer. Dafür wird die jetzt ein bisschen länger. Aber jetzt das Reststück durchziehen, die 1300 Kilometer bis nach Oregon. Folge, dass ich das so ein bisschen anders machen werde wie bei den anderen, wie beim Euro Truck Simulator. Thank you.
aber ich werde mal gucken. Oh, Colorado River. Gehen wir wieder rein. Ah, durch die Canyons hier. Die Augen so aufreißen würde, wären meine Augen schon trocken. And drive, sagt er. And drive safely. Jawohl, machen wir. So, jetzt geht's rein in die Nacht. Gas geben wir auch, weil die Steigung kommt sowieso. Wenn man da runter geht in die Knie. So. Ja, das war die ganze Zeit fertig. Ich mach jetzt mal hier. Es ist echt duster, ne? Im Truck ist auch keine Beleuchtung. Nur die Armaturen sind beleuchtet. Halt bei dem Mod so ein bisschen fehlt. Ich kann hier innen drin nichts hinhängen.
gar nichts. Eins ist das Navi, das kann ich da hinmachen. Auch kein Funkgerät oder sowas. Obwohl ich sowohl das DLC als auch die anderen Sachen alle habe. Salt Lake. Fernlicht ordentlich. Mal ordentlich weit gucken. Weiter so langsam vorangeht, dann machen wir da doch noch mal einen Teil draus, weil das kann ja hier nicht an. So ein weites Land und alle fahren da, wo ich fahre. Aber das ist wie auf dem Parkplatz, ne? Wer kennt's nicht? Parkplatz komplett leer, man sucht sich einen Parkplatz aus, geht einkaufen, kommt wieder. Der Parkplatz ist immer noch total leer, außer da, wo dein Auto steht. Da stehen jetzt noch drei Autos.
ihr... Och Mann, was macht ihr denn hier? Was macht er hier? Mann. Da steht einer. Mann. Unglaublich, ne? State Trooper. Guten Tag. So, dann geht's jetzt aber gleich auf die Interstate. Unser Tankinhalt sagt er auch. Nächste Raststätte gehört uns. Und dann fahren wir bis zur nächsten Raststätte, würde ich sagen. Und dann machen wir ein bisschen Pause. Ja, Pause haben wir genug Zeit. Und dann fahren wir im Helm weiter. Salt Lake City ist hier, ne?
brauche ich den Reno. Sollen wir fahren? Nachts ist immer ein bisschen unspektakulär, da kann man nicht so viel sehen. Aber das passiert halt so, wie das ist. Deswegen ist ja auch Uncut. Übernachtungsmöglichkeit.
heißt, da fahren wir jetzt ran. Müssen wir sowieso an die Wiegestation. Und ein Aussichtspunkt. Aber auf der anderen Seite. Okay, gut. So, dann gucken wir mal. Fahren wir erstmal Wiegen. Beladen sind, dann stellen wir uns hier auf den Platz hier. So. Machen aus und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge hoffentlich erreichen wir dann endlich unseren Abladeort. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.